nicht irgendwas. Und Impftermine kann man nach wie vor buchen. Booster für Dezember sind dann auch schon geplant. Und die konkreten Auswirkungen einer solchen Fake News, die geteilt wird, ist ja, Menschen glauben das. Und im Moment willst du echt kein Pferd mit Würmern sein, weil in Österreich ist halt Ivermectin ausverkauft. Aber da gab es doch eine Studie. Ja, Leute, die wurde zurückgerufen, weil ein Großteil der Studie einfach gestellt war und es da ethische Bedenken gab, diese Studie weiter am Markt zu lassen. Und Leute, selbst der Hersteller sagt, machen wir nicht, ne? Nicht unser Mittel gegen Covid. Und die halt alles immer hinterfragen, weil sie die Wahrheit kennen, sind halt die gegen alle Warnungen dann den armen Pferden ihr Mittel wegkaufen. Und überhaupt, die Medien lügen. Ganz klar. Ja, Spiegel TV lügt. Wir sind nicht Spiegel TV, Sie müssen schon gescheit hingucken. Stern TV. War nur ein Beispiel. Aber was lügen wir denn? Keine Ahnung. Wer natürlich nie lügt, ist die freie Presse von Querdenken. Spiegel TV ist auch wieder am Start. Großes Kino. Von NTV. Muss ich Ihnen meinen Ausweis zeigen? Ja, wenn Sie eine Kollegin werden würden, würden Sie ganz normal Ausweis. Naja, du bist ja vom Stern und nicht von... Ja, aber wenn Sie eine Kollegin werden würden... Ich brauche doch einen Presseausweis. Den muss ich dir aber nicht zeigen. Warum denn? Weil es mich interessiert. Zeig doch deinen. Ja, wenn du mir deinen gerne. Zeigst, zeige ich dir meinen. Ja, zeig Hau raus. Gerne. So sieht ein normaler Presseausweis aus. Ich habe auch einen. Ich glaube nicht, dass Sie von NTV sind. Das war auch ein Spaß, bin ich auch nicht. Und was sind Sie denn von welchem Medium? Von meinem eigenen freien Medium. Okay. Und selbst Steffen Seibert und die Bundespressekonferenz haben einfach keinen Bock mehr auf den Quark von Boris Reitschuster, der jedes Mal mit seinen Fragen eher Meinungen wiedergibt, die schon längst widerlegt sind. Schaut euch mal den Blick am Ende von Steffen Seibert an und hört mal auf die Bundespressekonferenz, die war so krass. Wo sonst ja immer sich sehr politisch sehr diplomatisch ausgedrückt wird und man eher keine deutlichen Worte findet. Herr Kautz, Sie haben jetzt gesagt, wir haben keine dramatischen Maßnahmen. Ich erlebe massiv Zuschriften von Lesern, die sagen zum Beispiel, Kinder fühlen sich wie Aussätzige, weil sie nicht geimpft sind. Sie fühlen sich wie Aussätzige, sie können nicht mehr ins Restaurant dergleichen. Also die Bundesregierung, das stimmt ja nicht. Vielleicht könnten Sie da aufklären, Herr Reitschuster. Die 3G-Regel ermöglicht ja den Besuch im Restaurant ohne Probleme. Für Kinder auch. Welche Regel? Die 3G-Regel. Aber 2G gibt es ja schon zu einem großen Teil. Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Das sollten Sie, weil Sie in Ihrer Frage eine Unwahrheit behauptet haben, Herr Reitschuster. Und das kann nein, man nicht das durchgehen. Das doch. Das unterstellen Sie mir. Nein, ich doch. Sage, vielleicht könnten wir zu einem geordneten Verfahren zurückkommen. Die Frage war, ich habe Sie also richtig verstanden, die Bundesregierung geht davon aus, so haben Sie das gesagt, dass die jetzigen Maßnahmen nicht dramatisch sind. Ja? Das habe ich nicht gesagt. Doch. Ich habe das verglichen mit dem vergangenen Jahr. Nein, das ist Aufgabe der Presse, das zu transportieren, was Leute fühlen. Nachdem Sie sie entsprechend auch journalistisch beliefert haben. Also bin ich schuld. Elegant. Katze. Aber elegant. Finde ich schade, dass er das rausgeschnitten hat, weil da hat der Seibert auch gesagt, man sollte doch jetzt endlich mal sehen, dass man verbal abrüstet. Und halt ne, immer gleich aufs Übelste geht. War eine coole Stelle. In Griechenland hat man mit Impfgegnern seinen ganz eigenen Weg gefunden. Die sind nämlich wie bei uns auch zu Ärzten gegangen und haben gesagt, könntest du das bitte lassen? Zu den Ärzten gegangen und haben gesagt, hey, hier hast du ein bisschen Geld, gib mir mal nur Wasser. Oder gib mir einfach nur Wasser oder so Kochsalzlösung und dann schreib es einfach rein, dass das die Impfung war. Den Ärzten war das jetzt zu heikel und die haben gesagt, ja, ja, machen wir. Und haben dann aber die richtigen Inhaltsstoffe geimpft, also die Menschen, die keine Impfung wollten und Ärzte bestechen wollten, sind jetzt quasi geimpft. Also klassische Win-Win-Situation. In Russland findet man auch seinen eigenen Umgang, nämlich die Kriminellen, bei denen die Leute gefälschte Impfpässe und PCR-Tests gekauft haben, die haben jetzt nicht nur das Geld von den Leuten eingesackt,
die sich die Impfpässe bei denen gekauft haben, sondern die nehmen jetzt die Daten und verkaufen sie an die russischen Behörden. Also Double Use der Daten. Wieso eigentlich auch nicht? Enthalten in den Daten sind Passdaten, Telefonnummer, Wohnort und Datum der Ausstellung des gefälschten Zertifikats und die Versichertennummer. Teils auch wohl Informationen zur Krankenversicherung. Das ist geil. Dein komplettes Leben, also alle Daten deines Lebens, gibst du quasi jemandem Fremden aus dem Internet in einem Telegram-Chat. Das öffnet Tür und Tor für Identitätsdiebstahl. Das ist krass. Wer sich mit Kriminellen einlässt, muss halt auch mit sowas rechnen. Und ja, wie gesagt, wieso sollten die nicht die Doppelbenutzung ihrer Daten betreiben? Ich würde es wahrscheinlich nicht anders machen. Na, wo wir gerade beim Leuteabzocken waren, Rainer Füllmich, Retter der Entrechteten, sammelte am Anfang der Pandemie für eine Sammelklage gegen den RKI-Chef Lothar Wieler und gegen den Virologen Christian Drosten in den USA. Also er wollte die verklagen. In den USA. Warum auch immer. Für nur 800 Euro konnten die Leute Teil von etwas Großem sein. Er hat wohl ungefähr über 1 Million Euro damit eingenommen und passiert ist bisher nicht den Geldbeutel. Nichts. Also nichts ist nicht richtig. Er hat gegen PCR-Tests an Schulen in den USA geklagt und die Gerichte haben gesagt, nope. Aber er hat nicht gegen das geklagt, wofür er das Geld gesammelt hat. Und in was für einer faschistischen Diktatur und welchem Polizeistaat wir wirklich leben, sieht man mal hier. Ich schlag die tot, du Kackschweine! Ich schlag die tot! Nein, lass dich, Bleib hier! Mensch, die warten nein. doch bloß drauf! Guck dir doch an, der wartet doch bloß drauf, dass er dich wieder macht, Mensch! Bleib hier! Hallo, bleib hier! Ich spring die um! Na, schade, dass die Frau zurückgehalten wird, hä? Hat so richtig Bock drauf gehabt. Die arme Frau richtet Mordanrufe an die Polizei und beschimpft sie als Nazis und es passiert wirklich Schreckliches. Nichts. Ich bring die um, die Dreckschweine. Hier, guckt her, ihr Dreckschweine, hier. Auch auf anderen Demos sind wirklich richtig heftige Diktatur-Vibes am Start. Man wird verschleppt und wird gefoltert und... Ah ne, das war Belarus. Hier bei uns bekommt ihr Rettungsdecken, weil die Identitätsfeststellung so lange dauert und es kalt wurde. Und wenn die Polizei dann wirklich mal was macht, nämlich mal Pfefferspray einsetzen, weil ihr zu aggressiv seid und die Polizei die ganze Zeit angreift, dann nehmt ihr Mittelchen von irgendwelchen Fremden und kippt sie euch ins Auge. Warte, du kriegst auch noch Spezielles. Hier, kannst du bei ihm doch? Das hilft. Ja, das ist was Spezielles. Hilf ihm noch kurz, bitte. Was Spezielles? Da ist hinter dir, heb was auf. Achso, nee, bei dir ist alles okay. Danke. Okay. Und das ganz ohne Langzeitstudie. Sass. Wird schon besser. Haben wir noch ein bisschen was? Ach, das ist ja ergiebig. Was ist denn das? Das habe ich ja mal gekriegt. Das ist sogar aus, pass auf, das ist aus Belgien, aus Brüssel. Ja. Das ist speziell für dieses Tränengas zum Reinigen der Augen. Aber bei ihm ist es ganz schlimm. Außerdem ist die Diktatur so schlimm, dass wir erstmal Gewinnspiele machen und Tassen verlosen. Die alles außer Mainstream-Tasse. Nein, die kann man nicht kaufen. Die gibt's nicht, die kann man auch nicht im Shop bestellen. Und da die so schön sind, haben sie sogar den Weg zu mir nach Afrika gefunden. Und die verlosen wir. Die kriegt ihr geschenkt. Wahnsinn. Ihr müsst dafür nichts bezahlen, ihr müsst nirgendwo spenden, ihr müsst gar nichts machen. Außer, wir machen ein paar Spiele mit euch. Das könnte zum Beispiel sowas sein wie diejenigen, die als erstes schöne Blumenbilder einstellen. Die ersten drei gewinnen eine alles außer Mainstream-Tasse. Schickt mir drei Blumenbilder oder etwas Ähnliches. Oder, keine Ahnung, drei Fotos von Impfzentren, die ihr angezündet habt. War nur ein Beispiel. Ja, also ist so, die Leute, die alles mitgetragen haben, werden auf den Straßen von denen angemault, die halt da gerade mal Polonaise tanzen und glaub, dann wird die Gesellschaft zu spalten.
Dabei ist es eigentlich gar keine Spaltung der Gesellschaft. Es ist wohl eher eine Abspaltung, und zwar der Minderheit, die sich, nicht impfen lässt, obwohl sie es könnte. Und sich dann halt aber als Opfer darstellt. Und wenn die Krankenhäuser volllaufen und es wieder Beschränkungen gibt, dann liegt das auch an euch. Also hört auf zu heulen und impft euch. Wo bleibt denn Nia? Hat sie nicht gesagt 6:30? It sound right, boy. Was könnte man denn noch gucken? Dieter nur. Was haben alle mit ihm? Er ist doch nur... Nein, das will ich jetzt nicht gucken. Warte mal. Ich habe nämlich was... Oh, von vor 4 Tagen? Habe ich das schon gesehen? Ich bin übrigens auch ein sehr guter Liebhaber. Wunderschönen guten Morgen aus den USA. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja klar, danke der Nachfrage. Also, nachdem das Querdenken immer noch schief Video leider gelöscht wurde, weil ich falsche Informationen zur Impfung verbreitet habe, was wohl an diesen ganzen Dr. C-Videos lag, müssen wir den guten Herrn so ein bisschen weniger einbringen, und auch Impfung muss ich ein bisschen runterschrauben, denke ich. Aber das bekommen wir schon hin, weil es gibt noch genug andere Leute, die uns da ein bisschen amüsieren können. Der 4. Dezember 2021 ist der Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Diese Informationen werden die Welt fundamental verändern. Was war am 4. Dezember? Hat da irgendjemand was mitbekommen? Ich weiß nur, dass es am 1. Dezember hätte einen Streik geben sollen. Ich habe in meinem Kanal eine Umfrage reingestellt. 80.000 haben mitgestimmt. Mhm. Und die 80.000 haben zu 87% gesagt, ja, der nächste logische Schritt ist ein Warnstreik. Eva Rosen darf da natürlich nicht fehlen. Sie ist als lyrische Handwerkerin natürlich ganz vorne mit dabei. Es ist an der Zeit. Deswegen streichen wir jetzt. Streichst du mit? Also wir streiken, indem wir Urlaub nehmen und um 20 Uhr alle Geräte vom Netz nehmen. Das ist ja fast so gut wie der Versuch, einen Blackout zu verursachen, indem wir alle Handys ausschalten. Was? Warum ich Handwerkerin gesagt habe? Man beachte die Farbe im Gesicht und die saubere Rolle, die sie sich hinhält, und die krasse Umschreibung von Streichen zu Streik. Okay, aber was war denn jetzt eigentlich? Der Streik ist abgesagt. Und inzwischen entdecken auch mal die Denkenden, was denn Demokratie heißt. Auch dass bei euch in der Schweiz die Sache mit der Abstimmung aus welchen Gründen auch immer nicht so verlaufen ist, wie man es eigentlich erwartet hätte. Jo Rainer, die Gründe nennen sich Demokratie. Die Mehrheit hätte halt dann doch gerne noch Gesundheitsvorsorge in der Schweiz. Aber klar, wenn die Volksentscheide nicht zu euren Gunsten ausgehen, dann sind sie aus welchen Gründen auch immer nicht so verlaufen, wie ihr es gerne hättet. Das ist schon klar. Dass sie wirklich mit durchsichtigsten Lügen arbeiten muss. Ja. Zum Beispiel die Geschichte mit der Südafrika-Nummer. Der Ursprung von Omikron ist übrigens ziemlich sicher nicht in Südafrika. Die haben halt nur ihre Sequenzierungen besser im Griff, deswegen wurde es da entdeckt. Aber gut, der Schrecken kommt aus Afrika, das kennen wir ja schon immer. Und kommen auch Deutsche, die in Südafrika sind und sagen, alles gefaked, nichts davon ist wahr. Die ARD und ZDF-Leute glauben alles, was man ihnen erzählt. Nö, da ist natürlich auch überhaupt nichts los. Na, stimmt, das ist ja Systempresse. Ah ja, apropos Demokratie, ihr seid der Widerstand und ihr werdet immer mehr. Am 15.12. demonstrierten in Bayern, also in München und Schwandorf, um genau zu sein, ca. 5000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Denn wir sind das Volk. Und während ihr 5000 Menschen mobilisiert, die vor Krankenhäusern rumgammeln, haben sich im stillen Protest gegen Corona in Bayern halt fast 200.000 Menschen impfen lassen. Die sind das Volk, nicht ihr. Und selbst Fridays for Future hat es geschafft, 7.000 Menschen zu versammeln. Ähnlich sind die Zahlen auch am 19.12. gewesen. Da sind in Nürnberg ca. 15.000 Querdenker aufgelaufen. Unter anderem auch Schüler stehen auf, wo der Altersschnitt ungefähr 50 war.
Aber gut, wenn man halt öfter sitzen bleibt, naja, da ist das halt so. Also, wie gesagt, ihr habt da 15.000 Leute mobilisiert. Da die Pandemie leider am Wochenende nicht stattfindet,